Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Detroit Become Human. So, ich bin jetzt hier noch mit Marcus, habe hier die Beinprothesen ersetzt und jetzt muss ich hier vom Schrottplatz entkommen. Und meine Ortung ist natürlich auch komplett gestört. Ich muss erstmal wieder mein Gehör und dann... Oh, Alter. So, was ist denn? Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho! Finde Jericho! Oh. Jericho? Okay, finde Jericho. Ja. Ey, ist das eklig, ey. Das ist ja wie... Bäh. Alter. Finde optische Einheit, Pumpregulierer, Audioprozessor. Ja, jetzt. So, wo gehe ich denn erstmal? Alter, das ist ja furchtbar hier, oder? Inkompatibel. Okay, gut. Schmeiß weg. Inkompatibel. Schade. Alter, hier läuft einer rum ohne Oberteil. Es ist ja, ist ja gespenstisch hier, Alter. Furchtbar, du. Boah. Ätzend, ey. So, dann gucken wir uns mal den hier an. Irgendwo muss ich ja was finden, ne? Funktionsfähig, kompatibel, ja wunderbar! Alter, du bist hier auf dem Schrottplatz, Alter. Du bist ja doch sowieso erledigt. Tut mir nur leid, aber was soll ich machen, ey? Ich brauch das. Echt hier mitten auf dem Schrottplatz so ein Dasein fristen, das ist ja auch nichts, ne? Wahrscheinlich habe ich ihn nur erlöst. Okay, jetzt bin ich ja schon ein bisschen fitter hier. So, jetzt muss ich ja mal hier ein bisschen umgucken, was haben wir denn jetzt hier für einen hier? Den kann ich nicht untersuchen. Was ist mit ihm hier? Auch nicht. So, warte mal, wo sind denn hier mal Druiden, die ich untersuchen kann? Ah, hier. So, was ist denn mit dir los? Kann ich dir jetzt nicht weiter unternehmen? Okay.
Kann ich mir denn jetzt vielleicht von ihm irgendetwas nehmen? So, was ist mit ihm hier? Oh, inkompatibel. Verdammte Tat. Ich muss doch noch irgendwo hier mal... Kran, ja toll, das bringt mir jetzt auch nichts, ne? Da komme ich ja nicht hin. Okay, da versucht einer hochzukriechen, aber... Ja, bringt mir jetzt nichts, ne? Klettern versuchen. Na, das, also hier komme ich wahrscheinlich weg, sobald ich alle meine beschädigten Teile ersetzt habe. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo kriege ich den jetzt mal ersetzt? Ey, wo muss doch mal was zu finden sein? Na, endlich! Und rein damit. Okay, jetzt kann ich wenigstens wieder vernünftig hören. Hört sich zwar auch nicht besser an als vorher, ist immer noch scheiße alles hier, aber egal. Na, endlich. Oh, nö! Oh, was ist denn jetzt los, ey? Selbst rausgegraben. Ja, gut, machen wir. Alter, da kommen massenhaft kaputte Druiden hier an der Acht. Die werden einfach entsorgt wie Schmülde. Furchtbar, das ist ja eklig. So. Und jetzt rein damit. Ja. So, jetzt kann ich wieder gucken. So, und jetzt soll ich da die Anhöhe hochkrabbeln. Okay, machen wir das nochmal. Jetzt wird das wohl funktionieren, da ich ja... Oder muss ja funktionieren, sonst könnte ich das ja jetzt nicht machen. Aber ich habe jetzt alle Teile ersetzt und jetzt verschwinde ich. Ach, Kacke. Hab das falsch gemacht. Oh, nein, 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 oh, Mensch, das kennt. Oh, oh, was mache ich denn hier? Okay, cool.
Space E 2 So, drück. Ach, geschafft. Weg mit dem Ding. Guck mal, wenn die sich das Ding an der Seite abmachen, da diesen Leuchtkranzer, dann kann man sie äußerlich vom Menschen nicht mehr unterscheiden. Das ist nicht möglich. Guck mal, das... Und jetzt kann man ihn... Können wir ihn äußerlich jetzt so nicht mehr vom Menschen unterscheiden? Keine Chance! Tja. Ah, ich hatte ihn aus Versehen mit C geschrieben. Okay, wird mit K geschrieben, alles klar. So. Ablehnen für die Pumpe zu töten. Ja, hier gibt es ja nicht viel. Man kann denn... gut, hier... Der eine, der bittet, sterben zu dürfen, den hätte ich jetzt natürlich leben lassen können, aber was das jetzt hier ist, weiß ich nicht. So, keine Ahnung. Weiter geht's. Finde Amanda. Wer ist Amanda und wo zum Geier bin ich hier? Okay, finde Amanda. Da hinten steht jemand. So, warte mal. Na gut. Da hinten steht jemand. Vermutlich ist das Amanda. Ich weiß es natürlich nicht. Aber ich vermute mal. Keine Ahnung, wer diese Amanda ist und wo ich hier bin. Hallo, Amanda. Connor, schön, dich zu sehen. Herzlichen Glückwunsch, Connor. Diesen Abweichler zu finden war nicht einfach. Und deine Art der Befragung war ausgesprochen klug. Du warst bemerkenswert effizient, Connor. Danke, Amanda. Wir erbaten das DPD, ihn für weitere Studien herzuschicken. Vielleicht erfahren wir ja so, was passiert ist. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Traumatisiert, Abweichung eingreifen, simulieren. Ich konnte verhindern, dass er beschädigt wird. Vielleicht bringt eine Analyse uns weiter. Er sagte etwas zu mir. Die Wahrheit ist innen. Ich weiß nicht, was das bedeutet.
Vielleicht war es nur ein weiterer Fehler im Programm. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Unangenehm, dysfunktional, faszinierend, unsicher. Ich fand ihn unangenehm und unprofessionell. Er ist eine suchtanfällige Person, respektiert die Verfahrensweisen nicht und verachtet Androiden. Das macht unser Verhältnis schwierig. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Freundschaft, anpassend, gleichgültig, unsicher. Ich konzentriere mich auf die Untersuchung und ignoriere ihn. Sofern er mich nicht behindert und wir Konflikte vermeiden, ist er kein Problem. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Na dann. So, wo bin ich denn jetzt hier? Suche nach Lieutenant Anderson. Hängt neutral. So, Moment, wo wir nicht überschreiten. Ja gut, dann gehen wir. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Okay. So, wo haben wir denn jetzt... Oh Gott, habe ich hier viel zu untersuchen. Oh Mann, oh Mann. Müller. Das ist ja schon mal nicht. Detective Reed ist auch nicht. Brown ist auch nicht. Gut, vielleicht weiß ja sie, wo er ist. Ich bin auf der Suche nach Lieutenant Andersons Platz. Der Schreibtisch da drüben. Ah ja, alles klar. Dankeschön. Erspart mir eine Menge Gesuche. So, jetzt. Also die Unordnung nach zu urteilen, ist das sein Schreibtisch. Die anderen sehen alle so ordentlich aus. Yep. Entschuldigung, wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. auch nicht schlecht. Okay, da hat er sich wohl erstmal wie ein hinter die Binse gekippt, ne? Erkunde das Büro. So, soll ich jetzt hier das ganze Büro erkunden oder bringen den Fall voran? Frage den Abweichler und suche seinen Schreibtisch, erkunde die Polizeistation. Okay, fangen wir mit dem Schreibtisch hier an. Knights of the Black Death. Ach du Scheiße. Analysieren wir erst einmal. 0 von 8. Okay.
Anti-Androiden-Parolen. Nutze dein Gehirn, nicht deine Androiden. Androidenfreie Zone. Ja, er kann echt... Der Typ mag echt keine Androiden. Detroit Baseball-Kappe. Gut. Was haben wir denn hier? Streichhölzer Herkunft, Jimmy's Bar, Holz, Phosphor. Das war ja wieder aus besseren Zeiten, ne? Da hat er noch keinen Bart, da hat noch kürze Haare. Das sah auch noch irgendwie besser aus. Haare. Hundehaare, Bernardina. Donuts, die dürfen natürlich in keiner amerikanischen Polizeistation fehlen. Ich meine, ich würde gerne mal wissen, futtern die da drüben die Polizisten wirklich so viel Donuts, wie es immer in den Serien und Filmen zu sehen ist, oder ist das nur ein Mythos? Wenn ihr das wisst, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Spuren von Koffein. Ach, da ist er, ja. Schön, Sie wiederzusehen, Lieutenant. Oh, Scheiße. Hank! In mein Büro! Na, super! Folge Hank und höre zu. Gut. Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur Cyberlives Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. Cyberlife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay. Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein Scheißroman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, Scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese Scheißdinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich habe jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich. Ich bin beschäftigt. Mecker, Mecker. Ich frage mich, ob Lieutenant Anderson wirklich die beste Wahl für diese Untersuchung ist. Hey! Ich brauche keine Maschine, um meine Männer einzuteilen, okay? Also verpiss dich aus meinem Büro! Einen schönen Tag, Captain. Ach, du grüne Kacke. So, wir freuen den Abbrecher. So, ich beende hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Abo, Kommentar und sagt das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.